Lukas Radetzky, Sie haben gerade gelacht, als Lukas Schönmüller von 5 Gegentoren gegen die Bayern gesprochen hat. Wie fallen die 5 Gegentore Ihrer Meinung nach heute aus? Ja, halt 2 sehr unnötige Standardtore mit ein bisschen Flippe dabei. Und ja, man muss aggressiv sein, um das Glück an seine Seite zu arbeiten. Und das hat bei uns gefehlt. Und Eintracht hat den zweiten Ball bekommen und ins Tor geschossen. Und dann 2 Traumtore. Schwierig zu verteidigen, aber alles fängt mit Aggressivität an. Und das war von uns auf jeden Fall weniger als von der Seite von Eintracht. Die Frage stellt sich, warum hat Ihre Mannschaft, Ihre Vorderleute so den Faden verloren, nachdem man ja eigentlich 2-0 komfortabel in Führung lag? Das ist eine gute Frage, die wir uns besprechen müssen. Also vielleicht hat uns das 2-0 nicht gut getan, dass wir irgendwie zu weit geworden sind und nicht mehr die Zweikämpfe angegangen sind, zu viel Raum gelassen. Und, aber Eintracht hat auch ein super Spiel gemacht. Wenn die so spielen, dann können die gegen Hegel gewinnen. Aber ganz klar, unsere Leistung war nicht gut. Was war der Plan in der Halbzeit, sich dann neu zu sammeln und noch mal ein bisschen mehr Elan mitzunehmen für die zweite Hälfte? Ja, ein bisschen mehr Ballbesitz, wieder Kontrolle ins Spiel zu kriegen. Obwohl, ja, es ist klar, dass unser Spiel passt nicht perfekt zu diesem Platz. War etwas herausfordernd mit den rutschigen Booten und wir können nicht unser Spiel spielen. Aber das ist keine Ausrede. Jeder muss sich fragen, ob die jede Duelle gewinnen wollten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir komplett da waren. Ja. Vielen Dank.